Frankfurt muss für alle da sein. Nicht nur für die, die viel Geld haben. Hier muss Umverteilung beginnen. Wir brauchen eine Stadt, in der die Bedürfnisse der FrankfurterInnen im Mittelpunkt stehen. Jede und jeder hat das Recht auf eine warme, sichere und bezahlbare Wohnung. Es muss Schluss damit sein, dass sich Menschen vor Verdrängung und Wohnungsverlust fürchten. Frankfurt braucht einen Mietenstopp und mehr bezahlbare Wohnungen. Wohnraum, Grund und Boden gehören in öffentliche Hand. Frankfurt braucht mehr Mobilität bei weniger Verkehr. Statt Autobahnen müssen wir Bus und Bahn ausbauen, Barriere und kostenfrei machen, Rad- und Fußverkehr fördern und mehr Platz machen für die Menschen. Frankfurt möchte bis 2035 klimaneutral sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen Solarenergie auf möglichst allen Dächern und mehr Grün in der ganzen Stadt. Unsere Kinder brauchen gute Bildung von Anfang an und dafür beste Bedingungen. Dafür gilt es, Sorge zu tragen. Kultur ist zentral für die Demokratie und für das gute Leben. Wir brauchen eine sichere Zukunft für die Kultur und wir FrankfurterInnen Kultur für alle. Ich setze mich dafür ein, dass alle, die in Frankfurt ihren Lebensmittelpunkt haben, mitgestalten und wählen können. Und dafür, dass Diskriminierung, Hass und Hetze hier keinen Platz haben. Ich bin Daniela Mehler-Würzbach. Ich setze mich für eine Politik ein, die zuhört, die sich sorgt, die solidarisch, gerecht und verlässlich ist, die wir gemeinsam machen. Daran arbeite ich als Personalrätin, als Stadtverordnete im Römer, als Nachbarin, als Mutter von zwei Kindern und in Zukunft gerne als eure Oberbürgermeisterin.